Prominente Bürger mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit wurden wieder im Rathaus geehrt. Zahlreiche Gäste, darunter Altbürgermeister Paul Lübcke, waren gekommen, um dieser besonderen Ehrung beizuwohnen. Warum sind wir heute hier? Wir wollen heute ehrenamtlich tätige Menschen unserer Stadt würdigen und auszeichnen. Menschen wie Sie und ich. Menschen, die ehrenamtlich besondere Aufgaben übernommen haben und diese seit langer Zeit teilweise ganz still ausführen. Mittlerweile ist die Veranstaltung zur Ehrung von verdienten Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt zu einer festen Einrichtung geworden. Liebe ehrenamtlich Tätige, heute ist der Tag, an dem wir Ihnen zeigen möchten, dass Sie uns wichtig sind und dass wir Ihnen auf das Herzlichste für Ihren Einsatz danken. Ausdruck einer Gesellschaft, in der man nicht nur an sich denkt, sondern seine Zeit und Arbeitsleistung kostenlos einbringt, um anderen zu helfen und so das Miteinander noch lebens- und liebenswerter zu gestalten. Denn ich möchte heute mal wieder, so muss man sagen, den Blick auf Menschen mit einem hohen sozialen Engagement lenken. Dieses Engagement, welches die Damen des Dezentlands Balve schon seit nunmehr 7 Jahren leben, ist alleine schon Grund genug für mich gewesen, auf sie aufmerksam zu machen. Aber erst die augenblickliche erschwerte Situation durch die vielen Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen und somit auch nach Balve, stellt ihre Arbeit besonders in den Fokus der Betrachtung. Werte Frau Runte, sehr geehrte Frau Kistowski, verehrte Damen, ich danke Ihnen im Namen der Stadt Balve sowie für den Rat der Stadt, Ihrer Verwaltung und auch ganz persönlich für Ihre jahrelange ehrenhafte Einbringung für die Bedürftigen dieser Stadt. Schließen möchte ich mit den Worten des römischen Philosophen Cicero: Keine Schuld ist dringender als die, Dank zu sagen. Und das tun wir heute. Herzlichen Dank dafür. Das sind die 9 Damen von dem 15-köpfigen Team, die sich da Monat für Monat an 2 Tagen im Monat für die Hilfsbedürftigen unserer Stadt einsetzen. Und dafür gebührt Ihnen, wie gesagt, unser aller Dank. Danke schön. So, einmal haben wir es. Dankeschön. Bitteschön. Es folgte noch die Eintragung aller Dezentfrauen in das Goldene Buch der Stadt Balve. Damit das auch für die Nachwelt erhalten bleibt. Für nachfolgende Generationen. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Akt im Jahresverlauf der Stadt Balve. Es ist gute Sitte und Brauch, dass, und das ebenfalls schon seit einigen Jahren, seit 2002 genau, dass sich die amtierenden Königspaare aus der Stadt Balve in das Goldene Buch der Stadt eintragen und sich dadurch für die nachfolgenden Generationen auch verewigen dürfen. Genau so. Auch gemacht. Ich hab jetzt